Dieser Balkontisch besteht einfach aus alten Kleiderbügeln und in diesem Video erfährst du, wie es geht. Zuerst einmal sägen wir die Aufhänger ab und dann wird der Kleiderbügel abgeschliffen und mit der Marabou Green Alkyd-Farbe angemalt. Jetzt benötigen wir solche Winkel und damit befestigen wir nun mit kleinen Schrauben die Kleiderbügel aneinander. Die Winkel werden dabei jeweils versetzt angebracht, sodass wir insgesamt 4 Kleiderbügel aneinander schrauben können. Jetzt ist das Grundgerüst für den Tisch auch schon fertig. Dann benötigen wir noch eine Tischplatte. Ich habe hier einfach so eine runde Holzplatte genommen. Und so sieht der Tisch dann aus.